Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Aaron Talked Assassin's Creed 3. Ja, wie ihr seht, sind wir wieder in unserer Siedlung und reden mit unseren Leuten nochmal. Da hat sich so einiges getan. Gut, dass du hier bist. Die gekauften Pläne, die waren nicht nur für einen Klappstuhl. Oh nein, da war noch etwas dabei. Etwas ganz Erstaunliches. Eine Flugmaschine. Entworfen von Leonardo da Vinci persönlich. Ich habe sie gebaut. Ha! Du darfst der Erste sein, wenn du willst. Du wirst fliegen können. Schweben wie ein Adler. Und das geht? Da Vinci war einer der größten Denker der Menschheitsgeschichte. Der brillanteste Geist, den es je gab. Ich garantiere dir, dass es geht. Willst du es versuchen? Ja. So ein Gerät könnte sehr nützlich sein. Okay, wir können fliegen. Wusste ich gar nicht. Nein. Ernsthaft? Ich sag dazu jetzt gar nichts mehr, oder? Dazu sage ich jetzt nichts mehr. Haben die es nicht verstanden, dass man darunter noch Feuer machen muss, damit man den Auftrieb hat? Ja, toll, ey. Pitschnass hier unten gestrandet. Oh. Nun gut. Nun gut, ich hab's verstanden. Ja, ich hab's verstanden. Wir sind ins Wasser gefallen. So, das heißt jetzt von hier aus... Ist beides der gleiche lange Weg, hä? Ja. Ah, komm. Gehen wir von hier aus dann runter. Ja, die Pläne, die wir da geholt haben, das waren Pläne für einen Klappstuhl. Ein Klappstuhl. Hallo euch. Nein! Oh, gut, die haben diesmal nicht aufs Pferd gleich geschossen. Puh. Okay. Dann reiten wir mal direkt zum Vater hin. Der einiges, ja, die Leute tötet, wenn sie keinen Nutzen mehr haben, anstatt sie, wie Connor schon sagt, am Leben zu lassen. Bis es vorbei ist. Weil sie müssen ja nicht sterben. Nicht alle so unbedingt. Deswegen. Ich kann Connor verstehen. Achso, das ist das Lager. Oh, da ist noch ein bisschen Gequatsche. Oh, da hinten auch, ja. Wir reden zu wenig mit unserem Dorf. Das weiß ich auch, ja. Wir reden einfach viel zu wenig mit unserem Dorf. Na. Kommen wir. Danke. Erstmal fix hier entlang. Ach, weißt du, was fährt? Da laufe ich doch lieber weiter. Oh. Ja, ist halt so. Da laufe ich lieber weiter. Also zu Fuß. So. Wie weit sind wir noch vom Gequatsche entfernt? Nicht mehr weit. Okay. Ach, das ist hier die Ecke, wo wir mal im Schnee durchgewartet sind hier. Ach, kommst du ja? Hast dich ausgemerkt, kleines Pferdchen. Na gut. Ah!
So. Ach, er ist wieder nicht da zum Bereden. Oh, doch, da. Nix, Entschuldigung, Entschuldigung, ich wollte dich nicht anschubsen. Und wieder zurück. In der Hoffnung, dass jetzt der zum Sprechen da ist. Weiter unten jetzt? Ah, da ist er. Monsieur Connor, ein Vergnügen. Was führt euch her? Ich möchte dich etwas fragen. Warum ist dir die Revolution so wichtig? Seit ich mich auf dieses Abenteuer einließ, von all den Fürsten, Händlern und Soldaten, mit denen ich sprach, seid ihr der Erste, der mich das fragt. Wart ihr jemals in Frankreich? Nein, noch nicht. Eines Tages, wenn alles vorüber ist, lade ich euch nach Paris ein, zu mir und meiner Familie. Sie ist die schönste Stadt der ganzen Welt, Connor. Voller Kunst und Kultur, Frauen und Wein. Doch innen drin ist sie krank, schwarz und verfault. Aber ihr, hier ist es andersherum. Von außen sind die Kolonien schmutzig und gefährlich, unerbittlich und unzivilisiert. Aber innen strahlen sie. Und deshalb bin ich hier, um zu lernen. Okay. Wenn ich zurückkehre, will ich Frankreichs schwarzes Herz erneut zum Strahlen bringen. Okay. Naja. Ich dachte irgendwas Aufschlussreicheres, aber ist okay. Ist okay. Na dann. Wir sollten unser Wissen mit Lee teilen, nicht mit Washington. Du denkst, ich bevorzuge ihn. Mein Feind ist eine Idee, keine Nation. Es ist falsch, Gehorsam zu fordern. Ob britische Krone oder das Templerkreuz. Und ich hoffe, dass die Loyalisten das auch lernen, denn auch sie sind Opfer. Du bist gegen Tyrannei, Ungerechtigkeit. Doch das sind nur Symptome. Die wahre Ursache ist menschliche Schwäche. Warum glaubst du, versuche ich dir deine Irrtümer aufzuzeigen? Du hast viel gesagt, ja. Aber gezeigt hast du mir nichts. Das sollten wir dann wohl ändern, nicht wahr? Oh oh. Sir? Hallo Connor. Was führt dich her? Die Briten ziehen ihre Truppen aus Philadelphia ab. Sie marschieren nach New York. Nun gut. Ich schicke unsere Truppen nach Monmouth. Wenn wir sie erwischen, könnte sich endlich das Blatt wenden. Und was ist das? Private Korrespondenz. Natürlich privat. Interessiert dich, was draufsteht, Connor? Es scheint, dein teurer Freund hier hat einen Angriff auf dein Dorf befohlen. Wobei Angriff wohl noch freundlich ausgedrückt ist. Sagt es ihm, Commander. Wir erhielten Berichte über Indianer, die mit den Briten kooperieren. Ich gab den Befehl, dem ein Ende zu machen. Indem man ihre Dörfer niederbrennt und ihren Boden salzt, indem man sie ausrottet, so wie es in dem Brief steht. Und nicht zum ersten Mal. Erzählt ihm, was ihr vor 14 Jahren getan habt. Das war eine andere Zeit. Der siebenjährige Krieg. Und da siehst du nun, was aus diesem so großen Mann wird unter Druck. Er sucht Ausreden, schiebt die Schuld von sich. Er macht wirklich sehr vieles, außer Verantwortung übernehmen. Genug! Wer was getan hat, muss warten. Mein Volk ist wichtiger. Dann lass uns gehen. Nein. Uns gibt es nicht mehr. Sohn. So weich erscheine ich dir, dass mich Sohn zu nennen schon alles richten würde? Wie lange wusstest du schon davon? Oder soll ich etwa glauben, du hättest es gerade entdeckt? Meiner Mutter Blut befleckt vielleicht eine andere Hand. Doch Charles Lee ist ein Monster. Und was er tut, macht er in deinem Auftrag. Eine Warnung an euch beide. Folgt ihr mir oder haltet mich auf, dann töte ich euch.
Oh. Also, ihr habt's gehört. Ja. Und nicht vergessen, was Connor bisher geschafft hat, ja, ist außergewöhnlich. Also. Ach ja, toll, nicht den Boden berühren. Ach, leck mich doch. Mein Volk ist mir wichtiger als der Boden. Also. Ah, wie weit müssen wir denn noch rennen? So, Nummer 1. Halt. So. Bogen ausgerüstet. Na, oh, wie weit müssen wir denn rennen? Das ist hart. Okay. Hätte ich das doch mit dem Pferd machen sollen? So, komm Pferd, schneller! Jetzt habe ich nämlich keine Zeit zu verlieren. Nur noch eine Minute. Oh nein. Sorgen, dass das Dorf sicher ist. Okay. Oh, Was? Oh, das war also nicht so geplant. Wie soll ich denn? Nein, echt. Jetzt darf ich die ganze Krütze nochmal. Danke, Pferd, dass du stehen bleibst. Okay. Ja, da sind wir schon ein bisschen schneller unterwegs. Genau, während ich reite, kann ich nämlich noch hier. So. Bleibt er tatsächlich noch mal mittendrin stehen, das Pferd. Das ist schon hart, das als dieses abrupte Abbremsen ständig. Genau, nachladen. Jetzt haben wir 2 Minuten fast Zeit, also
Ja, schaffen wir locker. So, nochmal versteckte Klinge auswählen. Nein! Ich soll dafür sorgen, dass das Dorf sicher ist. Okay. Und wie soll ich das jetzt machen? Angriff kann ich erstmal nicht verhindern, aber... So. Ah, die Älteste. Radun Hagedu. Za Shewe. Du bist zurück. Ich dachte, du warst bei diesem anderen Mann. Welchen anderen Mann meinst du? Charles Lee. Wohin gingen sie? Ah! Und die zu vertreiben, die unser Land nehmen wollen. Ja, ja, det kan du höra. Nein, das ist nicht gut. Okay. Und der dann die Desert nicht gut hat. Ja, kommt hat der da hundani ne giga, ne aya goderio. Und ich sie schaga ne. Der dom zong da ke das. Okay. Er sorgt sich, also sie hat sich gefragt, ob wir uns um die Verteidigung sorgen. Ja. Aber wir müssen jetzt gehen. Was? Ich soll die neutralisieren? Eins. Zwei. Schneller, 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 Connor, bevor sie dahin sind. Fuck! Ich muss dich nochmal holen. Die wollen nicht mich angreifen, die Amerikaner da oben, sondern die wollen die Angreifer, die kommen erst noch abwehren. Die sind zum Schutz da. Nicht als Gefahr. Oh nein. Oh. Ganz ruhig, Bruder. Frieden. Willst du dich selbst töten? Ah ne, willst du mich selbst töten? Was? Charles Lee hat mir alles erzählt. Wollen uns vernichten. Und du hilfst ihm dabei. Nee, der Mann ist ein Lügner. Er sagt, er wäre hinterhältig, dass du uns Täuschung planst vor unseren Zelten. Es ist ein Fehler, ja. Der einzige Vertrauen, der uns helfen wird. Wir haben selbst wenn... Oh Gott. Oh Gott. Er wird erst aufhören, wenn wir tot sind, ja.
Nein. Nein. Ja, Tena. Mein Tod wird dir nichts bringen. Sie geht doch jetzt da, ne? Charles Lee reitet nach Gedum. Mount und gibt Charles Lee neue Fahrt. Mount Math. Wo ist der Hajib? Was? Was ist der Gunnar Dumasse? Sie noch holt ein Patriot. Rennen den Juni. Gerard Saga. Die Loyalisten. Was ist der Gunnar Zerschnittenen. Und oh, Dr. Giga Moderio. Die Revolution ist zu Ende. Die Krone siegt. Unser Volk ist sicher. Und wenn man geht, da ist ein Mann. Oh, die hat dann am Start. Loyalisten werden sie zerschmettern. Die Revolution ist zu Ende. Achso. Ja, das hat er ja gesagt. Nun findet er Ruhe, mein Freund. Toll, sein Kindesfreund hat er getötet. Muss das denn mit der Klinge gewesen sein? Hättest du nicht mit der Faust zuschlagen können? Ach Mann, ey, scheiße, sowas. Nee, den lasse ich so nicht liegen. Oh nee, das. Oh, das ist. Das ist bitter. Wie weit müssen wir runter? Noch ein ganzes Stück. Nein, den können wir nicht so liegen lassen. In der Wildnis. Nee. Ja, jetzt musste er ausgerechnet seinen besten Freund töten. Mit dem er groß geworden ist. Ja. Kindheit verbracht und alles. Und jetzt... Oh Mann. Mal gucken, was die jetzt dazu sagen werden. Oh, das ist so fies, ey, so hinzulegen. Ja, okay, sie geht. So. Wir werden ganz kurz mal hier rüber gehen. Damit sie mal wieder kommt. Ach Mann. Ach Menno. Ich wollte mit ihr reden. Was Schlimmes gerade passiert ist. Und jetzt müsste sie wieder da sein. Jetzt müsste sie da sein. Aber ich glaube auch, der Freund ist dann weg. Verschwunden, der Leichnam. Oh, sie ist weg. Okay. Boah, bis da runter sollen wir wieder. Okay, cool. Ey, das wusste ich ja gar nicht. Dass das geht. Cool. Yeah. Okay. Ja, Mist, jetzt ist er natürlich weg. Och, ist das Kacke. Na gut, dann machen wir eine fixe Reise dahin. Geht halt nicht anders. Jetzt ist er...
Oh Mann, 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 Mann. Was ist bloß passiert? Einfach nur grauenvoll. Ja, ja. Wir müssen diese Position halten, solange es nötig ist. Wenn wir den Feind durchlassen, verlieren wir den Boden, den wir uns hier so hart erkämpft haben. Oh, die Freund. Schlacht. Und im rechten Moment, um Zeuge unseres glorreichen Sieges zu werden. Ah. Los, Charles Lee. Bastard. Er taucht auf mitten in unseren Vorbereitungen und übernimmt die Führung. Schreit alle an, sie sollen vorrücken und verschwindet. Und ich soll wieder alles richten. Wo kommen die denn her? Sagt allen, dass wir uns zurückziehen! Alle mal zu mir! Jetzt! Jetzt! Ich halte das Gebiet, während ihr sie in Sicherheit bringt. Ich gebe euch meine besten Soldaten als persönliche Wache. Sie würden wirklich alles tun, um euren Sieg zu sichern. Bonne chance, mon ami. Ja, okay. Aufhalten. Nachladen. Och, nebenan ist noch eine Gruppe. Wir schlagen sie doch noch zurück. Das verschafft uns mehr Zeit. Nee, wir müssen da drüben hin. Sie doch noch zurück. Perfekter Schuss. Das Mist. Wird sie aufhalten. Das verschafft uns mehr Zeit. So. Habe ich den Kommandanten erwischt? Ja. Wir schlagen sie doch noch zurück. Ich mache das so schnell wie ich kann. Das verschafft uns mehr Zeit. Das wird sie aufhalten. Nur schon mal hier links, ganz nach links. Oh, King getroffen. Rums weg. So. Das verschafft uns mehr Zeit. Oh, da hinten kommt immer mehr. Wir haben nur wenig Munition und der Feind rückt vor, Sir. Dann ziehen wir uns zurück, stoßen zu den anderen und sichern ihren Kopf. Ah, es sind zu viele. Hier können wir nichts mehr zurückfallen. Schnell! Wir müssen los, jetzt! Lass die Rotröcke nicht feuern! Zurück zu den anderen! Ich erledige das!
So. Okay. Los, lade nach. Lade nach. Genau. Los! Ich kann das alleine! Stirb! So, und der letzte da vorne. Wenn wir hier bleiben, sind wir tot! Achtet nicht auf die Rohrdrücke! Geht zu den anderen! So. Na, Zeit habe ich noch, Zeit habe ich noch, Zeit habe ich noch. Nachladen, nachladen. Weil ich dann kann ich wenigstens hier die Munition nochmal aufheben. Hallo. Ich wollte gerade sagen, Enzio, beweg dich. Aber es ist ja Connor. Okay. Gut gemacht, mein Freund. Ihr habt heute viele Leben gerettet. Connor? Charles Lee hat dich verraten. Er erzwang einen Rückzug mitten in der Schlacht, in der Hoffnung, die Niederlage kostet deine Männer das Leben und dich das Kommando. Was? Ich bin sicher, du wirst ein Märchen von ihm hören, dass er in Unterzahl war oder dass es an mir lag. Alles Lügen. Ich sage es dir ein letztes Mal. Dieser Mann ist dein Feind und er wird nicht ruhen, bis du tot oder entehrt bist. Connor könnte recht haben. Lee verhielt sich wirklich äußerst merkwürdig auf dem Schlachtfeld. Ich werde diesen Anschuldigungen sofort nachgehen. Die Zeit dafür ist längst vorbei. Wir müssen sehr gründlich sein. Sonst sind wir nicht besser als unser Feind. Mal ganz zu schweigen von den politischen Konsequenzen. Entscheidest du dich, Lee das Leben zu schenken? So werde ich es ihm nehmen. Genau. Genieße deinen Sieg, Commander. Es ist der letzte, den ich dir gebe. Es ist der letzte, den ich dir gebe. Ja, ja. Puh. Komisch, das habe ich geschafft. Komplette Synchronität. Aber auch nicht schwer. Oh, Sequenz 10 beendet. Huiuiuiui. Gut, das heißt für uns beenden wir die Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und alles Gute und erstmal ciao, ciao euch.